Ich wäre gerne Batman. Herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Lego-Sammlung. Heute dreht es sich hauptsächlich natürlich um DC nur. Oder Batman, kann man sehen, wie man möchte. Lego hat ja irgendwie die Angewohnheit, bei DC nur noch Batman-Sachen rauszubringen. Ich werde das wieder so machen, dass ich euch alle Sets bzw. Figuren bzw. Polybags etc. zeige. Ihr schreibt mir auf jeden Fall, was ihr davon haltet. In den Kommentaren natürlich. Wo dann auch sonst hin. Gerne das Video liken und ein Abo dalassen. Und dann fangen wir an. Und zwar mit dem Brick Sketch. Ich glaube, das war eins meiner ersten Videos. Ich finde die eigentlich ganz nett so. Ich habe ja auch den Iron Man Helm schon aufgebaut. Der ist auch ganz cool. So zum Hinstellen. Das ist halt was, was man nicht unbedingt als Lego-Fan, aber so, wenn man DC oder Batman oder Marvel zum Beispiel mag, ist das was ganz Schönes zum Hinstellen. So, das schicken wir mal ganz weit in die Ecke. Womit machen wir denn mal weiter? Ich würde sagen, ich fange mal an. Ich muss ja mal immer kurz aufstehen, weil das Zeug alles ein bisschen wegliegt. Ich denke mal, mit den Sachen, die ihr kennt, fangen wir schon mal an. Und da haben wir natürlich als erstes die mobile Bettbasis. Eins meiner Lieblingssets aus dem aktuellen Katalog. Ich weiß, es wurde deutlich zerstört und verrissen und alles. Wenn ihr mein Review gesehen habt, wenn ihr meine Meinung dazu kennt, wisst ihr, ich mag das Set. Ich finde, es hat ziemlich viele Spielfunktionen. Mit Rabatten ist es wirklich ein gutes Set. Ich weiß, es gab Ultra Agents und Agents und bla bla bla. Die Trucks waren alle größer. Ja, ist aber nicht mehr. Das war vor, keine Ahnung, 10 Jahren. Man muss Inflation dazu rechnen. Man muss auch hier die Lizenz dazu rechnen. Und wie gesagt, finde ich, wenn man das für 60 bis 65 Euro kriegt, ist das ein super Set und aktuell eins der besten Spielsets. Dabei bleibe ich, da kann sonst wer, da kann der Papst sagen, nee, ist nicht so. Ist meine Meinung, kann jeder anders sehen. Bildet euch selber eine Meinung, guckt euch das Set an. Auf jeden Fall ein Top-Set und ich bin froh, dass ich es habe. So, wer eine Bettbasis hat, braucht natürlich auch ein Bettmobil. Oh, das ist so anstrengend. Natürlich, das Batmobil ist auch eins der besten DC-Sets, die wir jetzt seit längerem hatten. Der Batman ist übrigens der gleiche wie in der Batbasis. Das ist mir im Nachhinein auch erst aufgefallen. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber was will man machen? Joker ist auch nett auf jeden Fall. Und hier sind immerhin bei dem Batmobil die Radkappen bedruckt. Aber das habe ich euch ja auch schon im Video gezeigt. Könnt ihr euch gerne auch angucken. Auch ein schönes Set. Ich muss aufpassen, dass ich das hier alles auf ein Bild kriege. Hoppala. Der Joker. So, was haben wir dann? Das habe ich euch, glaube ich, nicht gezeigt, aber das ist so eigentlich auch ganz cool. Das ist so ein kleines 10-Euro-Set gewesen. Oder ich weiß gar nicht, ob das schon vom Markt ist. Ich glaube, ja. Aber mit dem Pinguin und auch mit Batman. Das ist jetzt eine andere Version von Batman. Das ist ja dieser mit dem grauen Anzug, das mit dem schwarzen Anzug. Und das hier ist auch für mich das richtige Bat-Symbol. Also das ist ja ganz klar. Bei Juniors ist immer das Phänomen, das ist ein bedrucktes Teil. Alles in der Bat-Basis, das hatte ich im Video aber auch schon kritisiert. Alles, wo ein Bat-Symbol drauf ist, ist leider nur ein Aufkleber. Und hier haben sie wenigstens einen Print gemacht. Für 10 Euro, man kriegt einen Batman, einen Pinguin. Diese kleine Ente ist auch ganz witzig. Ist eine super Sache, also da kann man gar nichts sagen. Gerade für Einsteiger, das ist ja generell so ein Problem bei Lego, dass man nicht immer in jeder Sparte so ein kleines Anfangsset für 10 Euro hat. Monkey Cat fängt, glaube ich, bei 30 Euro an. Das ist natürlich sehr, sehr blöd. Ich muss gerade überlegen, ich glaube, Harry Potter fängt auch bei 15 Euro an. Also die haben auch kein 10-Euro-Set. Könnt ihr mich gerne korrigieren. Harry Potter, meine Sammlung, kommt da auch noch natürlich dazu. Was auf jeden Fall nicht kommt, das kann ich schon mal vorwegnehmen, sind die beiden UCS-Sets, also das Batmobil und der Batwing. Die möchte ich beide noch haben, aber da zahlt man zusammen dann fast 500 Euro für und das muss man sich natürlich dann gut überlegen. Ich hoffe, dass es da nochmal Rabatte irgendwie gibt, aber mal gucken. So, dann haben wir hier aus der leider nicht so, meiner Meinung nach, guten Minifiguren-Serie von DC. Auf die habe ich mich sehr gefreut, als die Ankündigung dafür kam. Als ich die Liste mit den Namen durchgegangen bin, ist die Freude ein bisschen abgesackt.
Es sind halt viele Figuren. Also ich habe nicht die ganze Serie, ich habe mir immer so zwischendurch mal eine Tüte geholt, weil es mir letztendlich fast egal war, welche Figuren ich gekriegt habe. Ich finde eigentlich Huntress ganz cool. Also ist eine nette Minifigur. Ja, hier der Detective Comics Print Bat Might. Ja, Wonder Woman, aber ansonsten weiß ich auch nicht. Also da hätte man definitiv mehr machen können. So, dann habe ich hier ein paar Siegel noch. Ich sag's irgendwie in jedem Video, aber versprochen, das kommt noch. Ich habe mit DC und Marvel ein bisschen was vor. Dazu braucht ihr auch ein paar Minifiguren. Und zwar auch aus der Serie. Von Bricks Just For Me habe ich die bestellt. Könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Super Typ, super Kanal, super Bricklink Shop. Und der hat die halt vorsortiert. Und das müssten sein Aquaman, Green Lantern und wen habe ich denn da noch bestellt? Superman? Ah ne, den Flash, genau. Jay Garrick war das. Die Version von Flash finde ich auch sehr cool. Bin ich noch nicht zugekommen, die auszupacken. Ich habe auch ein paar Sets, die ich aufbaue, die ich jetzt nicht unbedingt zeige. Deswegen kommt aber wie gesagt noch, könnt ihr euch darauf freuen. DC gegen Marvel. Habe ich noch ein bisschen was vor. Müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. So, dann, was ich auch noch habe, ist hier der Brick-Sketch vom Joker. Habe ich leider auch noch nicht geschafft. Aber das ist auch so ein Set. Ich glaube, ich habe ja das Batman-Set vorgestellt und dazu gibt es ja auch schon ein paar Reviews. Ihr könnt mir gerne Kommentare schreiben, wenn ich davon irgendwas vorstellen soll. Aber ich denke mal, dazu ist alles schon gesagt. Das werde ich dann einfach irgendwann aufbauen und dann in die Nähe vom Batman-Aufsteller hinpacken. So, jetzt haben wir noch drei original verpackte Sets. Und wer meinen Kanal kennt und verfolgt, müsste eigentlich wissen, was das ist. Hier haben wir als erstes ein Set mit meinen Top- oder mit Top-Lieblingsfiguren von DC. Ich habe eine Top-10-Liste gemacht, war auch eins meiner ersten Videos. Und da sind zwei Figuren von hier auch drin. Ich denke mal, ihr könnt euch schon denken, welche das sind. Ich liebe einfach Reverse Flash und Flash. Ich finde die Serie genial. Ich finde dieses Set einfach cool. Ja, es gibt immer Hubschrauber und irgendwelche Fahrzeuge. Und das ist wie bei Spider-Man. Man braucht diese ganzen Gefährte eigentlich nicht. Die beiden Helden, die brauchen nichts. Die sind durch ihre Geschwindigkeit schon was Besonderes. Also die brauchen hier nicht irgendwie einen Hubschrauber oder sonst was. Killer Frost, wieso braucht Killer Frost ein Fahrzeug? Cyborg ein Hubschrauber, ja, man muss immer irgendwas zum Spielen dazu packen. Ich weiß nicht, wie das mit Lizenzen ist, ob die einfach keine, aber obwohl es gab ja auch die DC-Serie, also da gibt es auch keinen Sinn. Also keine Ahnung, wie man das argumentieren soll. Es gibt ja Sachen auch aus den Serien, gerade aus Arrow und Flash, hier Star Labs könnte man machen, das Gebäude von Oliver Queen, so ein schönes Hochhaus. Also es gibt viele Sachen, die man machen könnte. Haben sie leider nicht gemacht, aber bei DC habe ich auch immer das Gefühl, das ist wie so ein, ja, wie so ein schwarzes Schaf oder wie so ein Kind, was man nicht haben möchte, was man halt immer wieder so ein bisschen durchschleift. Mir fehlen solche Sets, wo Figuren drin sind, die nicht unbedingt Batman sind. Also Flash, Reverse Flash, gut, Cyborg, warum der jetzt dabei ist. Aber es ist auch eine nette Mittelfigur und die gehört natürlich auch zur Justice League. So. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Sieht man das hier so noch? Ja, nicht wirklich. Ihr könnt es euch denken, dass es da steht, ne? Also kein Stress. So, dann habe ich hier ein Set mit einer weiteren Top-Mini-Figur. Hier steht übrigens noch der Originalpreis dran. Und witzigerweise ist das auch der Preis, den ich inklusive Versand bezahlt habe. Also habe ich es im Prinzip günstiger gekriegt als die UVP von damals. Und hier das Batboot finde ich ganz cool, muss ich sagen. Es ist nicht immer der Batwing, es ist nicht immer eine Art von Batmobil. Wobei das Batmobil ja jetzt cool ist, was ich euch gezeigt habe, aber es sind dann auch manchmal so verrückte Sachen, gerade vom Batman Lego Movie. Aber hier ist Deathstroke drin. Mega coole Minifigur, ein cooler Charakter. Da wird natürlich auch gesagt, ja, das kannst du doch hier nicht in der Minifigur schreiben, die dürfen sie doch niemals hier verkaufen und so. Das hier ist ja nichts Reales. Das ist ja auch genauso ausgedacht wie zum Beispiel Star Wars, wo es einen Todesstern gibt, wo es einen Sternzerstörer gibt, wie bei Harry Potter, wo es Todesser gibt. Also für mich ist das immer so ein bisschen, weiß ich nicht. Mal ist es okay, mal ist es nicht okay. Woher soll man jetzt wissen, wann es okay ist? Das ist eine sehr coole Minifigur. Eine meiner Lieblings-DC-Minifiguren. Kommt eventuell auch in meiner Liste vor.
Guckt euch die am besten einfach an, die ganzen Top-Listen, dann wisst ihr, welche Minifiguren ich gerne habe. Bin ich sehr froh, dass ich das gekriegt habe. Dieses Set, das ist das Witzige, das findet man bei eBay Kleinanzeigen mal für 25 € mal für 55 € immer so dazwischen. Und bevor ich so eine abgegrabbelte Figur habe, und das hat man meistens, wenn die Sets älter sind, kaufe ich mir das Set lieber neu. Es kann immer sein, dass hier irgendwie Teile beschädigt sind. Es kann natürlich, wenn man Pech hat, sein, dass eine Minifigur mal beschädigt ist, aber habe ich beim original verpackten Set noch nie gehabt. Also da muss man immer gucken, ob man vielleicht einen Zehner mehr ausgibt, das Set dafür original verpackt hat und dann sicher sein kann, dass die Figuren in Ordnung sind. Finde ich auf jeden Fall relativ sinnvoll. Das ist alles so ein bisschen. Weiß ich nicht, ob ich den hier mal ein bisschen zur Seite schiebe. Da ist gerade ein bisschen was abgebrochen, habe ich so das Gefühl. So, vielleicht besser, oder? Kann man den hier noch irgendwie. Ja. Ihr seht schon meinen Kameraplatz hier ist begrenzt. Also. Aber da wird nächstes Jahr auf jeden Fall, ich habe ja noch ein paar Sachen vor hier auf dem Kanal, das soll ja nicht abrupt enden. Da wird es auch, was das angeht, noch ein bisschen losgehen. Oder noch ein bisschen Veränderung kommen. So, und das Set hier, was ich jetzt noch habe, das müsst ihr eigentlich noch wissen aus dem letzten Haul. Ihr werdet natürlich meine ganzen Hauls geguckt haben. Das ist einmal sogar aus dem Batman Movie Set. Aus dem Batman Movie Film ein Set. Und da sind richtig coole Minifiguren bei. Da haben wir einmal Green Arrow. Dann haben wir Superman. El Dorado kenne ich gar nicht. Weiß nicht, ob das ein Comic ist. Hawk Girl kennt man natürlich. Hawkman fehlt eigentlich dann noch. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie die Story im Batman-Movie war. Daher aber, ich habe das Set für 24 oder 25 € bekommen. War bei mir sogar hier in der Nähe. Original verpackt mit den ganzen coolen Minifiguren. Das fand ich schon ganz gut. Gerade für den Green Arrow, wie gesagt, ich brauche natürlich die, wie sagt man, die Justice League Mitbegründer. Und das sind ja Green Arrow, Flash, Superman, Batman, Wonder Woman. Ich weiß gar nicht, ob Cyborg auch dabei war. Die auf jeden Fall, Green Lantern, glaube ich, noch und Martian Manhunter. Irgendwie so, da werde ich nochmal gucken. Da gibt es ja auch immer verschiedene Versionen, wie jetzt was war. Ist auf jeden Fall ein cooles Set, da freue ich mich dann auch schon drauf. Wie gesagt, das wird auf jeden Fall aufgemacht. Dann wird auf jeden Fall das Set hier aufgemacht mit dem Flash und Reverse Flash. Deathstroke weiß ich jetzt noch nicht, wann ich das aufmache, aber es werden eigentlich alle Sets aufgemacht. Nur im Prinzip ist es aktuell so, ich habe so wenig Platz, ich könnte nur die Figuren alle rausnehmen und die Sachen aufbauen und dann wieder einpacken. Das finde ich ein bisschen schade dann. Das packen wir mal hier. Ja, ihr wisst ja, dass das Flash-Set hier noch ist. Ihr habt ja alles gesehen. Ihr habt ja hoffentlich nichts geskippt. Dann habt ihr nämlich ein bisschen was verpasst. Und dann habe ich noch zwei Minifiguren in Polybags. Auch zwei meiner Lieblingsminifiguren. Also was die DC-Serie angeht, bin ich schon ganz gut auf dem Laufenden mit meinen Top 10 Minifiguren. Die kommen beide auch vor. Jetzt habe ich natürlich viel gespoilert, wer es noch nicht gesehen hat, das Video. Aber die Version vom Nightwing finde ich extrem cool. Ist im Prinzip ähnlich zu dem, könnt ihr ja mal vergleichen, wenn wir den schon hier haben. Also der Torso-Print ist ein bisschen anders und die Frisur bei dem finde ich einfach cooler hier als die hier. Aber an sich, ich mag Nightwing halt. Das ist ein. Also Robin kann ich gar nichts mit anfangen, aber Nightwing finde ich ist eine coole Minifigur, gerade aus der Batman-Welt. Und das ist nicht nur so eine kleine Randerscheinung wie Robin, sondern es ist ein eigenständiger Held in einer eigenständigen Stadt. Also finde ich ganz cool. Stellen wir mal hier hin. Und natürlich meine Lieblings-Green Arrow-Figur aus der Dimensions-Serie damals mit dem coolen Bogen. Dies müsste auch, können wir auch gleich mal vergleichen hier, wenn man das hier irgendwie sieht. Aber das hier ist ein exklusiver Print nur für die Dimensions-Reihe. Das haben sie ja immer ganz cool gemacht mit den exklusiven Minifiguren. Und da bin ich auch ganz froh, dass ich die relativ günstig gekriegt habe, auch original verpackt. Ich meine, es waren 10 €. Und das ist halt so die Sache. Es gibt die Figuren auch ausgepackt für 15, 20, 25 € und deswegen sage ich immer, man muss immer ein bisschen gucken, auch was man bereit ist auszugeben. Und dann kann man wirklich gute Geschäfte machen. Also
Ich würde sagen, ich habe bei keinem Set jetzt, was ich hier gekauft habe, auch von den original verpackten alten, zu viel bezahlt. Also bei dem Flash-Set und bei dem Batman-Set bin ich eigentlich bei UVP geblieben. Das weiß ich gar nicht, dieses Batman-Movie-Set, ob das 20 € damals gekostet hat, aber ist für mich auch noch völlig in Ordnung nach den paar Jahren jetzt. Und die ganzen Sachen habe ich mit Rabatt gekriegt. Die Brick-Sketches ganz normal. Und wie gesagt, ich hoffe natürlich noch, dass das Batmobil nächstes Jahr. Es wird wahrscheinlich nächstes Jahr vom Markt gehen, gehe ich mal von aus, dass ich da noch Rabatte kriege. Und bei dem Batwing, also das Batmobil vielleicht 20, 30%, dann werde ich mir das auf jeden Fall auch holen. Aber nächstes Jahr, wissen wir ja, wird auch schon wieder ein teures Jahr. Und das Problem ist, ich sammle Herr der Ringe, ich sammle DC, Marvel, Harry Potter und Sachen, die mir noch gefallen. Ich habe euch ja auch mal ein paar Kingdom-Set gezeigt, ein paar alte. Ich habe mir jetzt ein paar aus meiner Kindheit ein paar ältere Sets besorgt. Da kommt auf jeden Fall im nächsten Haul auch was Schönes. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Könnt ihr euch auch drauf freuen. Aber es ist dann halt so eine Sache. Du kannst dann halt nicht alles und von jedem und etc. Man kriegt ja auch keine Sets geschenkt. Also möchte ich persönlich auch nicht. Ich will jetzt nicht zu sehr in diese Rezensionsexemplar-Ecke eindriften. Aber deswegen. Ich kaufe mir halt alles Sets selber. Also es ist auch mein eigenes Geld, was ich dafür ausgebe. Und da muss man aber ein bisschen haushalten. Immer nach guten Angeboten gucken und dann passt das aber. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dadurch irgendwie Probleme finanzieller Hinsicht oder sowas habe. Ich versuche das schon relativ schlau zu regeln. Kann euch aber trotzdem natürlich die meisten Sets zeigen. Ja, dann haben wir es geschafft mit meiner DC-Sammlung. Und ihr könnt mir auch gerne schreiben, was ich dann als nächstes vorstellen soll. Entweder Marvel, Harry Potter oder ich sage jetzt mal den Rest, also Kingdoms, ein paar ältere Sachen, ein paar City-Sets, die ich mir so gekauft habe. Müsst ihr selber wissen. Das Video kommt dann in ein paar Wochen auch erst, also habt ihr genug Zeit. Schreibt mir auf jeden Fall, was ihr davon haltet. Habt ihr ein paar Sets davon? Ist DC überhaupt irgendwas für euch oder könnt ihr damit gar nichts anfangen? Alles in die Kommentare. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und gefällt mir drücken. Support ist kein Mord. Mit diesen Worten, bis bald.